Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu der 11. Vorlesung in der Ringvorlesungsreihe Die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass viele sich trotz des Schmuddelwetters heute Abend hier in die Aula hineingefunden haben. In den letzten drei Vorlesungen seit der Jahreswende wurden Flüchtlingsströme, Energiepreise und Energiehandel und schließlich letzte Woche die finanziellen Unterstützungen für die Ukraine thematisiert. Das sind alles so recht konkrete Sachen, die sich gut quantifizieren und messen lassen. In der Öffentlichkeit wird auch über andere abstraktere, aber sehr weitreichende Folgen des Krieges gesprochen und geschrieben, über eine Zeitenwende oder die, wie Außenministerin Baerbock es nannte, anderen Welt, in der wir am 24. Februar letzten Jahres aufgewacht sind. Am 17. März 2022, also letztes Jahr, wenige Wochen nach dem Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, veröffentlichte Adam Posen, Präsident der Peterson Institute for International Economics, in der angesehenen Zeitschrift Foreign Affairs, einen Beitrag mit dem Titel The End of Globalization, What Russia's War in Ukraine Means for the World Economy. Schon früher, zum Beispiel während der Corona-Pandemie, wurde die Zukunft der Globalisierung zunehmend kontrovers diskutiert, zum Beispiel als wir feststellten, dass wir von importierten Masken und Medikamenten sehr abhängig sind. Das Thema hat aber jetzt richtig Konjunktur. Wenn Sie heute The End of Globalization googeln, dann finden Sie dazu unzählige Beiträge von bekannten Thinktanks, Wissenschaftlerinnen und anderen Experten. Ist die Globalisierung tatsächlich am Ende und wenn ja, wodurch wird sie ersetzt? Als ich damit begonnen habe, diese Ringvorlesung zu organisieren, habe ich sehr gehofft, dass ich einen Experten, eine Expertin zu diesem Thema würde finden können und wie sich herausstellte, ich hatte großes Glück und musste nicht sehr weit suchen. Die heutige Vorlesung wird von Professor Dr. Peter Tobias Stoll gehalten, Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Juristischen Fakultät hier in Göttingen. Professor Stoll hat Rechtswissenschaften und politische Wissenschaften in Hamburg, Lausanne und Bonn studiert. Nach der ersten juristischen Staatsprüfung in Köln wechselte er dann an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, wo er promovierte und den juristischen Vorbereitungsdienst absolvierte. Nach der großen juristischen Staatsprüfung in Hamburg war er als wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg tätig, wo er 2001 habilitierte und im selben Jahr nahm er dann den Ruf auf seine heutige Professur hier in Göttingen an. Professor Stoll hat Lehr- und Forschungsaufenthalte in vielen Ländern Europas, aber auch in Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika absolviert. Von 2019 bis 2022 hatte er den Jean Monnet-Lehrstuhl für die Rolle des Rechts für die nachhaltige Entwicklung inne. Mit den Jean Monnet-Lehrstühlen fördert die Europäische Kommission Spitzenleistung in Lehre und Forschung in dem Bereich der EU-Studien. Neben seinen akademischen Tätigkeiten ist Professor Stoll beratend und als Gutachter tätig, unter anderem für die Bundesregierung und den Bundestag, aber auch für das Europäische Parlament, die Vereinten Nationen und verschiedene Nichtregierungsorganisationen. Vorletztes Jahr, also 2021, hatte ich das Vergnügen, mit Tobias Stoll zusammen an einem Projekt zum Thema Tierwohl, Klima- und Handelspolitik zu arbeiten. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich erlebt, über welche profunde Kenntnisse er insbesondere im Bereich des Handelsrechts und der internationalen Handelsbeziehungen verfügt. Lieber Tobias, ich freue mich sehr, dass du eine Vorlesung in der Reihe zugesagt hast und ich bin extrem dankbar, dass du trotz Rückenbeschwerden heute vortragen wirst. Deswegen sitzen wir hier heute in einer etwas anderen Konstellation. Vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast das Wort. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für diese freundliche und ausführlichste Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier viele Kolleginnen und Kollegen und viele Persönlichkeiten zu treffen, die ich zum Teil aus meiner Kieler Zeit noch von der Entfernung kenne oder die mich hier in Göttingen einige Zeit sehr begleitet haben und mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Und meine Damen und Herren, ich habe Ihnen als kleine Unterhaltung am Anfang hier einen wunderbaren Text wiedergegeben.
Und vielleicht sollte ich dazu sagen, dass die Vorstellung, ich würde heute etwas Juristisches erzählen, vielleicht trügt. Ich weiß nicht, ob Sie die Ringvorlesung verklagen können, weil heute Abend wahrscheinlich sehr wenig Juristisches geboten wird. Ich werde einen Artikel aus einem internationalen Dokument zitieren, aber nur wegen des Textes und werde keine großen juristischen Ausführungen dazu machen. Stattdessen wird mein Vortrag bevölkert sein von Ökonomen und von anderen Sozialwissenschaftlern. Und das erscheint mir nur recht, weil die Geschichte der Universität Göttingen ja auch die Geschichte der Staatswissenschaften nach der Aufklärung ist, zu der noch die Vorstellung gehörte, dass die Ökonomie und die Juristerei, aber später auch die politischen Wissenschaften und die Soziologie zusammengehören. Und wenn man so ein Thema behandelt, dann wird es immer so sein, dass man mit einer Disziplin nicht auskommt. Also werde ich Sie versuchen, durch einen Bilderreigen über unser Thema zu führen, in dem ganz unterschiedliche sozialwissenschaftliche Forschungen zum Tragen kommen. The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth in such quantity as he might see fit and reasonably expect their early delivery upon his doorstep. Das klingt wie eine Werbung für Amazon und vielleicht sollte Amazon diesen Text auch benutzen. Er wird sehr oft zitiert in den Diskussionen um die Frage der Globalisierung. Einer derjenigen, der ihn immer zitiert, ist Paul Krugman in der New York Times. Und ich habe jetzt aber davon abgesehen, den ganzen Text zu zitieren. Und ich würde an Krugman kritisieren, dass er immer nur diese Passage zitiert. Denn eigentlich geht der Text weiter. Er lässt sich dann darüber aus, dass man frei und unbehindert reisen könne und dass diese Umstände normal, gewiss und dauerhaft seien und jede Verschlechterung abwegig, skandalös und vermeidbar sei. Und jetzt geht es sogar noch weiter. Militarismus, Imperialismus, Rassismus und Exklusion kommen eigentlich nur in der täglichen Zeitungslektüre vor, denn das soziale und wirtschaftliche Leben ist praktisch schon vollständig internationalisiert. Meine Damen und Herren, und dann das, die Bilder der Zerstörung einer Schule in der Nähe von Mykolajew und die Pressemeldung im Münchner Merkur darüber, dass die Papierindustrie davor warnt, dass in Deutschland bald Klopapier und Küchenrollen knapp werden könnten. Ich glaube, das ist schwer erträglich, dieses Nebeneinander von solchen Bildern, die wir täglich erleben. Und die Profanität dieser Meldung im Münchner Merkur, wofür der Münchner Merkur ja auch nichts kann, ist eigentlich kaum zu überbieten. Und mein Vortrag versucht, diese beiden Bilder etwas näher zusammenzubringen. Und dafür habe ich mir 5 Thesen ausgedacht, die ich gerne mit Ihnen besprechen will. Die erste These lautet, der russische Angriffskrieg raubt uns die letzten Illusionen über einen Frieden durch Globalisierung. Aber Handel, Kooperation und Verständigung nehmen schon länger ab. Auf der anderen Seite verspricht Handel Frieden und Stabilität. Dafür muss er aber so gestaltet werden, dass von ihm selbst keine Konflikte ausgehen. Und letztlich, und ein bisschen auf deine Andeutung zurückkommend, Stefan, Rivalitäten, Koalitionen, Blöcke und Bilateralismus prägen mit ungewissem Ausgang die Welt in der nahen Zukunft. Meine Damen und Herren, ich möchte diesen Themen nachgehen, in denen ich kurz einen Blick auf die Globalisierung werfe, dann ein bisschen eingehe auf wirtschaftliche Fragen,
auf den großen wichtigen Sektor Kommunikation, Kultur und Werte, dann auf die berühmte These von Handel und Wandel, um dann zur Globalisierung zurückzukommen. Das Buch, aus dem der Text ist, ist gar nicht neu. Auch wenn sein Text überraschend aktuell klingt, ist es das berühmte Buch von John Maynard Keynes, das er geschrieben hat unter dem Eindruck des Versailler Vertrages. Und er, der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger, hat diese Episode geschrieben, und das ist jetzt wichtig, nicht für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, obwohl das vielleicht wirtschaftlich auch gepasst hätte, sondern seine Beschreibung dieses etwas bräsigen, bourgeoisen Londoner Dandy gehört in das Jahr 1913, wie er ausführt. Und ich bin ein bisschen Krugmann, ein bisschen böse, dass er diese Passagen aus demselben Text nie zitiert. Und vor allem ist wichtig, wenn wir diesen Text verstehen wollen, dass Keynes sich den Londoner Dandy, der im Jahre 1913 sich mehr über die richtige Bestellung seines Lieblings-Darjeelings kümmert und nur am Rande in der Times die Nachrichten über den sozusagen sich entwickelnden Ersten Weltkrieg liest, weil er denkt, dass das mit ihm gar nichts zu tun hat. Diese Person ist natürlich nicht Keynes, sondern Keynes ist das genaue Gegenteil. Er will uns sagen, dass Globalisierung und Frieden nicht durch Zeitungslektüre zu erreichen ist, sondern nur durch kluge Politik. Und einen Weltkrieg später und 20 Jahre später hat Keynes dann die Chance, das zu tun. Er wird, wie Sie wissen, zum Meisterdenker und zum Architekten der Weltwirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, später dann Vizepräsident des Weltwährungsfonds und gestaltet auch die Charta der Vereinten Nationen mit. Blicken wir einmal auf eine neue Statistik über den Handel, die ich aus einem neuen Paper des Weltwährungsfonds tatsächlich habe, die die Handelsintensität gemessen als Anteil der Summe von Export und Import bezogen auf das Weltbruttosozialprodukt in einer Zeitspanne zwischen 1870 und 2021 wiedergibt. So sehen wir, dass interessanterweise das eigentlich der Londoner, den Keynes beschreibt, irgendwo da lebt im Jahre 1913, dass der Welthandel sich dann nach dem Ersten Weltkrieg zunächst erholt, die berühmten 20er Jahre, um dann abzustürzen. Und interessanterweise sehen Sie, dass dieses Niveau, ich sage es mal, der Handelsintensität eigentlich erst wieder zum Millennium erreicht wird. Also wenn ich hätte, würde ich jetzt ein Lineal benutzen und Sie irgendwie hierhin führen. Was Sie auch sehen, ist, dass es dann eine Delle gibt. Das ist die Weltfinanzkrise im Jahr 2007 bis 2009. Und Sie sehen danach, was hier wiedergegeben ist als Globalization. Das ist sozusagen, dass danach der Welthandel nicht weiter sich wieder entwickelt, sondern dass er im Grunde sozusagen eine Seitenbewegung macht. Das ist ganz interessant, weil wir daraus eine Menge schließen können aus diesen Erzählungen von Keynes und aus dieser Grafik. Erstens, Globalisierung ist nicht neu. Wenn man wollte, könnte man Vorgänge, die dasselbe bedeuten, aber damals noch nicht den Begriff Globalisierung verfolgten, zurückverfolgen bis mindestens in die Kolonialzeit. Unser heutiger Begriff der Globalisierung entwickelt sich etwa um 1990 als Reaktion letztlich auf den Fall der Berliner Mauer und die Überwindung des Ost-West-Konflikts und in der Folge dieser großen Aufbruchstimmung in vielen einzelnen Staaten, aber auch auf internationaler Ebene,
Dazu gehört die Rio-Konferenz von 1992 mit dem Abschluss des Klimarahmenabkommens, der Biodiversitätskonvention genau dazu wie die Gründung der WTO im Jahre 1996. Mir ist nur wichtig, dass dieser Begriff der Globalisierung verschiedene Schichten und Bezüge hat. Er beschreibt ein Lebensgefühl, er beschreibt in der Wirklichkeit oder empirisch den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Er bezieht sich auf institutionelle Rahmenbedingungen auf allen Ebenen und er bezieht sich auf einen politischen Diskurs, den wir ständig haben. Ist die Globalisierung gut oder schlecht? Und er trifft zusammen mit einer Reihe von Utopien oder Dystopien. Im Gegensatz zu Keynes, der noch von der Internationalisierung spricht, in der Menschen zwar miteinander in Austausch kommen, aber immer noch eingebettet sind in Systeme nationaler Gesellschaften und Staaten, bezeichnet die Globalisierung, wenn man es sozusagen auf die Spitze treibt, im Grunde einen Zustand, in dem die Menschen sich in einem globalen Raum bewegen, miteinander sich austauschen, verständigen können und in dem irgendwo auch noch Staaten vorkommen, aber als wirtschaftliche, politische Grenz- und Orientierungspunkte eigentlich keine Rolle mehr spielen. Globalisierung ist immer mehr gewesen als nur die Wirtschaft, wobei ich ein etwas komplexeres Bild von Wirtschaft und Handel habe als die meisten. Für mich gehört dazu Kommunikation, gehören dazu Kultur und Werte und gehören dazu auch Politik in vielfältiger Form. Unsere Diskussion über die Globalisierung ist mit einer Reihe von Leitvorstellungen, geradezu Utopien, besetzt gewesen, zu der als erstes der Neoliberalismus gehört, der gar nicht nur in den internationalen Beziehungen eine Rolle gespielt hat, sondern daneben und vielleicht viel stärker sogar noch in den einzelnen Staaten und in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und dazu gehört auch die Vorstellung eines globalen Dorfes, sozusagen eine medienwissenschaftliche Entwicklung, die eine Vorstellung davon gibt, was man unter Globalisierung vorstellen kann. Ein Dorf, das in einem globalen Raum steht, ohne dass es noch Teilungen durch Grenzen, Kulturen und dergleichen gibt. Und dazu gehören schließlich auch geschichtsbezogene Leitvorstellungen oder Utopien oder Dystopien, so etwa wie Fukuyamas Ende der Geschichte, eine relativ flache, geschichtsvergessene Vorstellung, die allerdings damals sehr sozusagen in Mode gekommen ist und auf der anderen Seite wenig später und als Reaktion darauf die Vorstellung von Samuel Huntington von einem Kampf der Kulturen, der jetzt anstehe. Mit diesen Grundlagen können wir jetzt einzelne Aspekte des Krieges betrachten, wobei ich immer zunächst auf den Krieg gucke und versuche, die Entwicklungen, die wir dort sehen, dann in einen globalen Kontext zu stellen. Wenn wir den Krieg in der Ukraine betrachten, so ist die Blockade der Getreideexporte, der Hunger als Waffe in einem historisch großen Ausmaß etwas, was diese Ringvorlesung schon beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird und was sicherlich eine für diese Epoche wesentliche Auswirkung des Krieges gewesen ist. Ebenso natürlich der Ausfall russischer Energieexporte. Ich brauche nur an den Gaspreisdeckel zu erinnern. Und der Referent der letzten Woche hat uns ausgeführt, dass allein die Bundesrepublik Deutschland zur Abfederung dieses Effektes 200 Milliarden Euro aufgerufen hat. Aber wenn wir das Ganze aus der globalen Perspektive betrachten, dann sehen wir, dass es in der Zeit viele weitere Verunsicherungen gegeben hat. Versorgungsausfälle und, wie es so schön heißt, Ruptionen von Lieferketten durch
Die Pandemie durch die Havarie im Suezkanal und strategische Risiken, die etwa die USA und die Europäische Union seit etwa 2015 beschäftigen und sich hauptsächlich auf die Entwicklungen in China beziehen. Darauf haben diese Akteure seit etwa 2015 auch reagiert. Sie haben eine Diversifizierungspolitik begonnen. Es gibt eine große Debatte in den USA, in Japan und in der Europäischen Union über Reshoring, Onshoring, Nearshoring oder Friendshoring. Und es gibt zunehmend eine autonome Industrie- und Innovationspolitik, die versucht, in kritischen Bereichen bei Computerchips, Batterien, Arzneimitteln und kritischen Rohstoffen entweder die Quellen zu diversifizieren und oder zu versuchen, die Produktion wieder in das eigene Land zu ziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Das heißt für mich im Fazit, die sorglose Globalisierung ist schon länger vorbei und es beginnt ein Rückbau der Globalisierung, des wirtschaftlichen Austauschs, wobei ich das nicht werten will. Vieles von dem ist sicherlich auch sinnvoll. Und dieser Rückbau begann schon vor dem Krieg. Aber natürlich interessiert uns, wenn wir die Wirtschaft betrachten und an Russland denken, zunächst einmal die Wirtschaftssanktionen. Und ich habe Ihnen hier mal aus einer Webseite der Europäischen Union, genauer gesagt des Rates der Europäischen Union, eine Kurzübersicht gegeben. Sie sehen die viel diskutierten Sanktionen gegen Einzelpersonen durch das Einfrieren von Vermögen und Reiseverbote. Aber für unseren Kontext ist wahrscheinlich das Wichtigste die Sanktionen im Finanzbereich. Und da wieder ist das Entscheidende im Grunde der Ausschluss von 10 russischen Banken von dem sogenannten SWIFT-System. Ich sollte vorab sagen, dass es nur 10 russische Banken sind und dass zum Beispiel die Gazprom-Bank nicht dazu gehört. Was ist eigentlich SWIFT? Die Society for Worldwide Interbank Financial Transactions ist ein Zahlungsknoten, der in Belgien sitzt und der von allen Banken um die Welt dazu benutzt wird, ihren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Die Tatsache, dass er in Belgien liegt, bedeutet, dass er letztlich unter der Obhut und der Jurisdiktion der Europäischen Union steht und dass man also auf das SWIFT-System Einfluss hat. Diesen Einfluss hat die Europäische Union genutzt und SWIFT angewiesen, den Finanzkontakt mit 10 russischen Banken abzubrechen. Und Sie sehen, es gibt noch eine Reihe von weiteren Beschränkungen im Bereich von Finanzen, die das Ganze im Grunde unterstützen. Das bedeutet letztlich, dass große Teile der russischen Wirtschaft und auch der russischen Banken von diesem internationalen Austauschsystem ausgeschlossen sind. Eine Sache, die auch für Dritte, für Handelspartner russischer Unternehmen und russischer Banken in Drittstaaten eine große Rolle spielt und die eine hohe symbolische Bedeutung hat, weil dies einer wirklich der zentralen Knoten der Weltwirtschaft ist. Diese Sanktionen insgesamt haben eine weitgehende Isolierung Russlands bewirkt. Sie ist substanziell, wobei wir noch gar nicht alle Effekte sehen. Zum Beispiel sehen wir nicht langfristige Effekte durch den Ausfall von Investitionen. Ob diese Sanktionen unbedingt kriegsentscheidend im Augenblick sind, ist eine Diskussion, die man tagelang führen könnte. Und es gibt sicherlich auch Umgehungen. Und es gibt auch einen absehbaren Umbau der russischen Wirtschaft, den man sehr deutlich sieht, wenn man sieht, dass Russland jetzt McDonald's wieder übernommen hat. Und es gibt viele Fotos im Netz, die zeigen, wie die Logos ausgewechselt werden. Aber insgesamt gibt es natürlich die Möglichkeit und einen Prozess der Autarkisierung der russischen Wirtschaft. Und natürlich haben diese Sanktionen auch Rückwirkungen auf die sanktionierenden Akteure selbst und auf die Weltwirtschaft, aber ich würde sagen, diese Wirkungen sind relativ beschränkt.
Sieht man das in einem weltweiten Kontext, so fügen sich diese Sanktionen aber in ein Bild zunehmender Instrumentalisierung von Wirtschaft für geostrategische Zwecke. Es gibt Sanktionen schon längere Zeit, bekannt sind die amerikanischen Sanktionen gegen Kuba, Iran, Nordkorea, dann Nord Stream 2 und gegen China. Aber die Europäische Union ist ebenfalls setzt zunehmend auf dieses Instrument. Und die Anlässe für Sanktionen sind nicht nur Kriege, sondern auch die Gefahr atomarer Aufrüstung, Menschenrechtsverletzungen und der Regimewechsel. Zunehmend wird bei diesen Sanktionen der Zugriff auf Banken gesteuert. Also dieses SWIFT-Beispiel ist nur ein Beispiel. Es gibt Sanktionen gegen Nordkorea beispielsweise, in dem der Zugriff auf amerikanische Banken und die amerikanischen Finanzmärkte gesperrt wird. Und es gibt kumulative Effekte durch Sekundärsanktionen und Abwehrmaßnahmen, die insgesamt einen, wie man in der Juristerei sagt, Chilling Effect, also eine Verunsicherung hervorrufen. Dazu kurz ein Beispiel. Unter Sanktionen haben wir früher verstanden, dass ein Staat den Handel mit einem anderen Staat aufgibt. Das nennt man Primärsanktionen. Heute reden wir über Sanktionen, die so wirken, dass sie den Unternehmen aus Drittstaaten möglicherweise mit der Drohung der Abschottung zum Finanzmärkten des sanktionierenden Staates, also oft der USA, dass damit den Unternehmen gedroht wird, wenn sie weiter Geschäfte mit diesem Zielland betreiben. Beispiel dafür Iran. USA droht, dass wenn Unternehmen beispielsweise aus Deutschland oder Frankreich mit dem Iran Geschäfte machen, dass diese Unternehmen dann keinen Zugang mehr zum amerikanischen Finanzmarkt und amerikanischen Banken haben werden. Das nennt man Sekundärsanktionen. Und daneben gibt es inzwischen auch schon Abwehrmaßnahmen, ursprünglich erfunden von der Europäischen Union, jetzt eifrig benutzt von China, wo das Zielland dieser Sanktionen ein Gesetz erlässt, in dem es Unternehmen verbietet, diesen Sanktionsregeln anderer Staaten zu folgen. Etwa Unternehmen aus der EU in China, denen wird verboten, sich nach Sanktionen der EU gegen China zu richten. Im Grunde bedeutet das am Ende, dass diese Unternehmen sozusagen wegen dieser ganzen Sanktionen, die natürlich wie ein Geflecht über die ganze Weltwirtschaft sich erstrecken, sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen müssen. Und egal, was sie machen, sie werden von irgendwelchen Sanktionen oder Abwehrmaßnahmen erwischt. Fazit für mich: eine geostrategische Instrumentalisierung der Wirtschaft als längerfristiger Trend. Und es geht nicht nur um Sanktionen, sondern Sie können auch andere Instrumente betrachten, etwa die strategische Nutzung von Staatsunternehmen, Subventionen, die Einkaufspolitik etwa Chinas in der Europäischen Union mit Deep Pockets, das heißt mit Geld, über das der Staat verfügt und das weit hinausgeht über die Etats von einzelnen Unternehmen. Gut, das war ein Überblick über die Wirtschaft, aber natürlich interessiert uns in der Globalisierung auch die Kommunikation. Und da ist nun der erste Fall, wo man sehen kann, dass uns eine Illusion verloren geht. Die offene gesellschaftliche Kommunikation zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Einzelpersonen, Familien, die oft lange miteinander gelebt haben, die oft miteinander Verwandtschaftsbeziehungen haben, sie haben diesen Krieg nicht verhindert. Der Traum der Globalisierung, dass es am Ende nur noch um vernünftige Menschen geht, die miteinander in Austausch sind und sich darüber verständigen, ist geplatzt. Stattdessen sehen wir eine Militarisierung der Kommunikation, Propaganda, Internet auf dem Schlachtfeld und den Cyberkrieg. Darauf hat zum Beispiel die Europäische Union wiederum mit Sanktionen reagiert. Sie sehen hier die Beschränkungen für russische Medien, verschiedene Verkehrsbeschränkungen, Visa-Einschränkungen. Und insgesamt ist meine
Der Kontext, den ich dort sehe, eine Parzellierung des Cyberspace, des Internet, die wir sicherlich vor 10 Jahren noch nicht für möglich gehalten haben. Ganze Staaten schotten sich im Grunde gegen das Internet durch Firewalls ab. Und es gibt viele wirtschaftliche Beschränkungen in diesem Bereich, etwa durch unterschiedliche Datenschutzanforderungen, die dann ausländische Internetanbieter zwingen, vor Ort die entsprechenden Server zu installieren, was dann ökonomisch keinen Sinn macht. Mein Fazit: Die freie globale Kommunikation schafft für sich genommen keinen Frieden und wird tendenziell eingeschränkt. Unser Bild des Verlustes von Illusionen ist aber, glaube ich, am stärksten, wenn wir auf Kultur und Werte schauen. In dieser Ringvorlesung sind Spaltungen und Identitätspolitik in Sprache, Kultur und Kirche schon behandelt worden. Der Kontext, den ich dazu liefern kann, ist, dass es eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Forschungen gibt, die zeigen, dass die Werte auf der Welt nicht konvergieren, sondern auseinanderdriften. Es gibt ein sehr verdienstvolles großes Forschungsprojekt, der sogenannte World Value Survey, und der untersucht in bestimmten Abständen Werthaltungen auf der ganzen Welt und fügt sie ein in Karten, aber das sind keine geografischen Karten, sondern es sind Karten von Wertegruppen, die übrigens auch Huntington schon als erster sozusagen entdeckt hatte für die sozialwissenschaftliche Forschung. Und die Sie auch hier sehen, also hier sehen Sie zum Beispiel, die meisten Leute in diesem Raum sind, glaube ich, auch wenn sie eine andere Konfession haben, aber dem Protestant Europe zuzuordnen oder der English-speaking world. Stefan, du hast die Wahl. Und Sie sehen allgemein, wie das System funktioniert. Auf der vertikalen Achse wird abgetragen, traditionelle und religiöse Werte unten und nach oben weiter durchgehend dann säkulare und rationale Werte, und auf der horizontalen Skala einmal die sogenannten Survival Values, sozusagen Werthaltungen, die für die Existenzsicherung sprechen insgesamt, gegenüber Self-Expression Values, das sind Werthaltungen, die für die Selbstverwirklichung, wenn ich das ganz grob abkürzen darf, sprechen. Und wir sehen hier eine erste Aufnahme des Jahres 1996, das war der vierte Wave, sozusagen also die vierte Erforschung, und Sie sehen hier auch noch übrigens eingetragen die postsozialistischen Staaten sozusagen mit dieser roten Linie. Die interessiert uns jetzt aber nicht, und ich weiß sehr wohl, dass diese Grafiken zu zeigen immer eine große Gefahr ist, die mich an meine Erfahrungen als Vater von kleinen Kindern erinnert, wenn man was vorliest und wenn das so Wimmelbilder sind, dann gibt es immer einen Effekt, nach einer Minute sind alle still und dann kommen Hunderttausende von Fragen. Und der eigentliche Ziel, irgendjemand zum Einschlafen zu gewinnen, bringen, der kann sich nicht so recht erfüllen. Und ich meine, gucken Sie sich selbst mal den World Value Survey an. Es ist sozusagen so aufschlussreich, was man hier alles drin entdecken kann. Uns interessiert aber nur, wie sich unser protestantisches Europa und unsere English-speaking world vom Rest der Welt entfernt. Das wird schon deutlich im Jahre 2008. Es wird weiter deutlich 2014, und Sie sehen hier, wie weit sich sozusagen die Welt wertemäßig auseinanderentwickelt. Unsere Utopie, dass die Globalisierung eine Konvergenz der Werte schaffen würde, ist nach diesem World Value Survey in das genaue Gegenteil umgeschlagen. Darüber kann man, glaube ich, nächtelang diskutieren, aber ich glaube, der Grund, sozusagen Befund, der wird wenig bestritten.
Das ist übrigens dann auch die Basis für eine große Diskussion darüber, ob man Identität mit Globalisierung in Einklang bringen kann, die unter dem Namen Glokalisierung geführt wird und auf die ich im Weiteren nicht eingehen will. Kurze Bilanz. Handel und Kommunikation haben den Krieg nicht verhindert, sondern sind instrumentalisiert worden. Das fügt sich in den größeren globalen Trend von stagnierender Handelsintensität, Rückbau der wirtschaftlichen Globalisierung, strategischen Instrumentalisierung der Wirtschaft, Parzellierung des Cyberspace und keiner Konkurrenz, sondern Fragmentierung der Werthaltung auf der Welt. Damit ist eigentlich mein Job erledigt, die Globalisierung ist am Ende. Aber es ist eigentlich nur am Ende, wenn wir sozusagen die utopischen Gehalte der Globalisierung mitdenken. Wird es uns gelingen, eine Globalisierung jenseits der Utopien zu schaffen, um die Vorteile der Globalisierung zu erreichen, auch wenn wir wissen, dass sie nicht automatisch zu Frieden führt? Dafür ist diese berühmte These vom Handel und Wandel ganz interessant, die abgekürzt sagt, Länder, die Handel führen keine Kriege, denn sie wollen die Vorteile des Handels nicht aufgeben und sie haben die Chance, sich gegenseitig zu beeinflussen und zu einem friedlichen Verhältnis zu führen. Das ist eine Ewigkeitsfrage, wie etwa führen Demokratien Kriege? Auch darüber kann man endlos streiten. Sicher ist in beiden Fällen, dass wir es nicht mit Monokausalitäten zu tun haben. Wenn Länder miteinander handeln, ist nicht nur diese Tatsache dafür entscheidend, ob sie dann Kriege führen oder nicht. Aber es ist schon interessant, dass diese These sehr intensiv erforscht worden ist, historisch, empirisch, in Modellen. Und dass sie im Kern ganz richtig abzielt auf die Interdependenz zwischen Staaten. Wir können Handel als Hebel einsetzen im Hinblick auf die politischen Beziehungen zwischen zwei Staaten, aber das ergibt sich fast von selbst. Das hat Voraussetzungen, die wir alle verstehen. Um tatsächlich Handel zu einem Faktor zu machen, der politische Beziehungen beeinflusst, müsste ein Bezug hergestellt werden zwischen Handel und Politik und es müsste ein glaubwürdiges Signal geben, wenn du dich nicht friedlich benimmst, werde ich den Handel einstellen, auch wenn es mich Opfer kostet. Und ich glaube, auch schon hier wird deutlich, dass dieses Modell, anders als in der etwas beschränkten deutschen Diskussion immer deutlich wird, bidirektional ist. Sozusagen die durch die Interdependenz in dem Wirtschaftlichen geschaffene Einflussnahme ist bidirektional. A kann B beeinflussen und B kann A beeinflussen. Hier ein paar Beispiele. Deutsche Einheit, erstes Beispiel, sozusagen der Kronzeuge für Handel und Wandel, wird zunehmend bestritten. Das ist, glaube ich, auch eine abendfüllende Diskussion, was nun gilt. Aber ich glaube, diejenigen, die das inzwischen differenzierter sehen, weisen darauf hin, dass diese Bidirektionalität auch da vorhanden war und sagen, dass die westdeutsche Regierung viel zu lange mit der DDR und der DDR-Regierung zusammengewirkt hat und dass möglicherweise eine stärker konfrontative Politik das Ganze beschleunigt hätte. Ich glaube, das müssen Historiker entscheiden, wie das war. Mein Beispiel ist sowieso Nord Stream 2. Planung seit 2013. Krim wird im Jahre 2014 annektiert. Danach wird das Projekt ohne jede Infragestellung, ohne Bedingungen, Vorbedingungen oder Kautelen weitergeführt und führt zu einer mächtigen Vergrößerung der Abhängigkeit von Russland. Es gibt mehrfach von beiden Seiten Erklärungen, dass Politik und Geschäft zu trennen sind. Und es gibt
kein Signal der Einstellung des Projekts und einer möglichen Opferbereitschaft dafür. Somit sind keine der Vorbedingungen dafür erfüllt, dass Handel durch Wandel funktionieren kann. Außerdem sieht man, glaube ich, sehr klar diesen bidirektionalen Effekt. Denn ich glaube, in der deutschen Politik kann man ablesen, danach eine große Langmut des Westens. Langmut gegenüber Propaganda, Langmut gegenüber Cyberangriffen, Langmut gegenüber einem Mordanschlag in Berlin-Moabit. Es gibt Erklärungen dafür, warum Russland eigentlich diesen Mechanismus von Handel und Wandel nicht so aufgeschlossen ist. Dazu muss man Handel und Wandel in einem erweiterten Verständnis verstehen, so wird es auch viel diskutiert, und die innerstaatliche Ebene dazu nehmen. Die erweiterte Theorie von Handel und Wandel bezieht sich nicht nur auf die internationalen Beziehungen, sondern sie betrachtet die inneren Verhältnisse in einem der Akteure und dann das Verhältnis zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und die These geht dann, wenn es in Wirtschaft und Gesellschaft etwas zu verlieren gibt durch die Gefährdung des Handels, dann werden Wirtschaft und Gesellschaft auf die Politik Einfluss nehmen und auf eine Mäßigung dringen. Und es gibt jetzt einige Leute, die sagen, dann ist es auch kein Wunder, dass die Handel und Wandel im Verhältnis zu Russland nicht funktioniert, weil es eine gut belegte Theorie über den sogenannten Ressourcenfluch gibt. Sie sagt, dass es Staaten gibt, die sich schlechter entwickeln, als ihr Rohstoffreichtum eigentlich erwarten lassen müsste. Und sie sagen, das liegt daran, dass Rohstoffe typischerweise der Kontrolle einer sehr kleinen Gruppe in einem Staat unterliegen, die sich möglicherweise gerne mit der Politik zusammentut und weitere Reformen im Sinne einer Beteiligung weiterer gesellschaftlicher Kreise an Wirtschaft und Politik verschließt. Und unter diesen Bedingungen kommt eben der Handel gar nicht allen zugute. Und deswegen gibt es auch keine alle, die sich gegen eine handelsgefährdende Politik wehren würden, weil ohnehin sozusagen Politik und Wirtschaft in einer kleinen Clique sind und dann wirkt sozusagen dieser Hebel Handel und Wandel geringer. Mein schlagendes Beispiel für Handel und Wandel ist ein anderes, nämlich das Beispiel Ukraine. Stellen Sie sich vor, Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union seit 2011. Im Jahre 2013 lehnt Präsident Janukowitsch, der damalige ukrainische Präsident, auf einem Ostgipfel der Europäischen Union das Assoziierungsabkommen ab. Kaum ist er wieder zu Hause angekommen, beginnt genau deswegen der Euromaidan-Aufstand. Er führt zum Machtwechsel, gesellschaftlichem Fortschritt, über das Ausmaß kann man diskutieren, und zur Zeichnung dieses Assoziierungsabkommens. Das wiederum veranlasst Russland zur Annexion der Krim und zum Beginn des Krieges im Donbass. Deutlicher kann man die transformative Wirkung des wirtschaftlichen Austausches bzw. der Aussicht darauf eigentlich kaum belegen. Die Tatsache, dass das sogar zum Krieg führt, ist natürlich jetzt nicht der Theorie von Handel und Wandel anzulasten. Das zeigt nur noch einmal deutlich, welche Spannung und welche Dynamik sich ergibt, wenn ein Land sich wirklich weiterentwickelt und damit gegen die Interessen eines anderen Landes, wenn man so will, verstößt. Meine Damen und Herren, wir sind wieder bei der Globalisierung angelangt. Wie kommt man von dieser schönen Theorie von Handel und Wandel wieder zur Globalisierung? Zunächst einmal scheint sie gut übertragbar zu sein, obwohl zunächst immer nur von Staat A und B die Rede ist und immer sozusagen eine bilaterale Perspektive herrscht,
können wir das übertragen? Wir können uns viele Einzelbeziehungen zwischen Staaten und die Wirkung des Handels auf die politischen Beziehungen vorstellen, aber sozusagen Handel und Wandel hat noch ein anderes Problem. Es ist relativ binär gedacht, insbesondere der Handel erscheint fast als eine Art Externum. Es wird nämlich weder berücksichtigt, dass Handel auch Rahmenbedingungen braucht, was wieder auf die Politik verweist, und es wird auch nicht berücksichtigt, dass Handel selbst positive und negative Folgen haben kann. Positive Folgen: Wirtschaftswachstum, wirtschaftliche, soziale Entwicklung, Technologie und Kulturtransfer. Nachteile aber: Verteilungseffekte, Arbeitsplatzverluste, Deindustrialisierung, außerdem möglicherweise Umweltbeeinträchtigungen und Nichtverwirklichung von Nachhaltigkeit. Und es gibt einen Zusammenhang, der viel diskutiert wird, mit menschenwürdiger Arbeit und Verwirklichung der Menschenrechte. Aus all dem ergeben sich Interessen, Konflikte und Spannungen. Ich stelle mir den Zusammenhang zwischen Wirtschaft, politischen Beziehungen, Frieden und Konflikt auf der Welt ungefähr so vor. Es gibt politische Beziehungen, es gibt den Handel, dazwischen ein riesiges zu bearbeitendes Feld potenzieller Konfliktgefahren ebenso wie potenzieller Verständigungsmöglichkeiten. Dazu gehört die Eindämmung geostrategischer Instrumentalisierung, die Wahrung von Menschenrechten, möglicherweise auch von Demokratie, und die Verwirklichung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Über all das wird gestritten auf der Welt. Das alles macht Handel auch zu einem möglichen Konfliktpotenzial. Und das alles bietet aber auch die Möglichkeit einer Verständigung, die dann friedenssichernd wirkt. Hier haben wir diese Verständigung. Und sie wird getragen durch Interdependenz, Wohlstandsmehrung und viele positiven Effekte des Handels weiter. Jetzt kommt mein juristischer Text. Dieser Zusammenhang von Frieden, von Wohlstand und von Kooperation wird eigentlich wunderbar in einem juristischen Text beschrieben, der aus dem Jahr 1945 stammt. Das ist der Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen, also dieses Gründungsdokuments der Vereinten Nationen. Und er hat nebenbei eine Reihe von keynesianischen Anwandlungen, denn hier sieht man zum Beispiel diese Aufzählung Lebensstandard, Vollbeschäftigung als Voraussetzung für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Aufstieg, und besonders dieses Merkmal Vollbeständigung weist ein bisschen auf keynesianisches Gedankengut zurück. Und in der Tat, Keynes war auch in der britischen Delegation zur Verhandlung der Vereinten Nationen, jedenfalls zum Teil. Ebenso können wir berücksichtigen, was es bewirkt, wenn man das nicht schafft, wenn es keine Verständigung gibt. Und in dem schon zitierten ganz neuen Papier des Internationalen Währungsfonds sind mal 4 große Untersuchungen zusammengetragen, und man muss ganz vorsichtig sein mit diesem Bild, weil es, wie Sie sehen, auf der einen Seite sozusagen Auswirkungen auf das Weltsozialprodukt und auf der anderen Seite Auswirkungen auf das Nationalsozialprodukt betrifft. Und ich will das in keiner Weise weiter deuten, sozusagen fehlt mir auch die Kompetenz dazu. Ich möchte nur einmal darauf hinweisen, das ist etwa die Situation, denke ich, die Russland jetzt im Augenblick hat. Das ist eine Hochrechnung, welche Wohlfahrtsverluste ein Staat erleidet, wenn er im Grunde vom internationalen System abgekoppelt wird. Ganz grob gesagt. Und Sie sehen hier ein paar weitere Untersuchungen dazu, was wohl passieren würde, wenn es keine gemeinsamen Regeln und keine Verständigung in einer Reihe von weiteren Handelsbereichen gibt. Jeweils mit sozusagen als Bandbreiten zwischen minimalen und maximalen Effekten. Ich will darauf nicht länger eingehen, dazu sind viele andere hier berufener als ich, aber ich glaube, die Tatsache, dass internationale Arbeitsteilung und die Nutzung komparativer Kostenvorteile
sozusagen für alle Staaten einen Vorteil bringt, ist trotz aller Diskussionen im Einzelnen weiterhin richtig und ja auch historisch und in Modellen nachgewiesen. Aber kommen wir eigentlich zu dieser Einheit? Und wie sieht eigentlich die Globalisierung in der politischen Realität aus? Zurzeit sehen wir eine Stagnation des Multilateralismus. Die WTO ist praktisch sozusagen am Ende. Viele andere multilaterale Systeme funktionieren auch nicht besonders. Stattdessen sehen wir starke Koalitions- und Blockbildungen, zum Beispiel im asiatisch-pazifischen Raum. Und wir sehen einen starken Bilateralismus und die Zersplitterung unserer Welt, die kann man eigentlich immer sehr schön zeigen in dieser Grafik der Handelsdirektion der Europäischen Kommission über die abgeschlossenen Handelsabkommen. Da sehen Sie nämlich, dass, wenn man so will, mehr oder weniger heimlich, ja nicht sehr heimlich, wenn Sie die Nachrichten lesen, ist ja Bundeskanzler Scholz im Augenblick nicht umsonst in Argentinien und in Brasilien unterwegs, um den Abschluss des Abkommens zwischen der EU und dem südlichen Markt, also Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, dem sogenannten Mercosur, zu befördern, nach 30 Jahren Verhandlungen. Das heißt, Sie sehen hier schon, dass die Europäische Union ständig anfängt, bilateral zu agieren. Und daraus ergeben sich eine Reihe von Herausforderungen und Potenzialen. Es kann eine weitere Fragmentierung geben. Sie kann zu Spannungen führen. Sie kann möglicherweise aber auch zu Synergien führen. Darüber machen sich eine Reihe von Leuten Gedanken unter dem Gesichtspunkt, ob da möglicherweise Netzwerke von verschiedenen Strukturen und Institutionen entstehen, auf den verschiedenen Schichten bilaterale Koalitionen oder multilaterale Ebene. Das will ich aber nicht weiter vertiefen. Ich will enden mit diesem Spruch: Die Globalisierung ist tot, es lebe die Globalisierung für einen Wiederaufbau der Ukraine und eines unabsehbaren fernen Tages auch für friedliche Beziehungen mit Russland. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war alles, was ich erwartet habe und viel mehr. Super. Du hast also wirklich viele interessante Fakten, Thesen, Anregungen gegeben, die Globalisierung ein Stück weit zerlegt, aber zum Schluss auch wieder ein bisschen zusammengesetzt oder auf jeden Fall eine Perspektive gegeben. Ich bin sicher, dass es viele Fragen gibt, viele Kommentare und öffne damit die Diskussion. Wer möchte beginnen? Herr Stoll, einen ganz, ganz herzlichen Dank für einen extrem interessanten Vortrag mit so vielen anregenden Gedanken, dass man, und Sie haben das selber immer auch schon angedeutet, wochenlang jetzt diskutieren könnte. Und ich muss mich sehr zurückhalten, um nur vielleicht zwei Fragen, die miteinander allerdings verbunden sind, zu stellen. Die erste: Sie haben, und die Statistik zeigt das ja auch sehr deutlich, darauf hingewiesen, dass die internationale Arbeitsteilung gemessen am internationalen Handel, Handelsintensität, begonnen hat zu stagnieren, schon bevor wir diese jüngsten Polykrisen hatten. Haben Sie eine Hypothese darüber, warum das so gewesen ist? Wir sehen das jetzt immer aus der Krisensicht und da kann man das gut verstehen, Covid und jetzt der Krieg. Aber was hat vorher dann eigentlich dem internationalen Handel schon den Schwung genommen? Und hat das möglicherweise, das ist die zweite Frage, auch damit zu tun, dass wir eine veränderte globale
politische Situation haben. Sie haben, ich denke, leider vollkommen zu Recht vom Ende des Multilateralismus gesprochen, der, wenn ich es richtig sehe, sehr viel zu tun hat mit der Tatsache, dass wir keine Hegemonialmacht mehr haben auf dieser Welt, die sich multilaterale Prozesse und Institutionen selber als Ziel gesetzt hat. Um es konkret zu sagen, die USA, die das früher gewesen sind, sind ausgefallen in dieser Rolle durch ihre eher isolationistische politische Haltung. Haben diese beiden Dinge, also das Abflauen des Wachstumstrends im internationalen Handel und diese veränderte globale geopolitische Situation, haben die miteinander zu tun oder sind das zwei vollkommen verschiedene Dinge? Ja, Herr Kollege Tangermann, ich habe das gerade nochmal aufgerufen hier, die Statistik, übrigens hat Krugman eine eigene gemacht in der New York Times und da hat er sozusagen das Auf und Ab noch deutlicher gezeigt. Was wir sehen, ist ein sehr starker oder ein Einbruch in der Weltfinanzkrise und wir hören sehr oft davon, dass die Wirtschaft sich davon nicht erholt habe. Und eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass der Kontrollverlust, der mit der Weltfinanzkrise deutlich geworden ist, sowohl in den einzelnen Staaten, denn es sind ja viele Staaten gewesen, die nicht in der glücklichen Situation wie Deutschland gewesen sind, sodass man das auffangen konnte, die einfach zu einem Vertrauensverlust in nationale und internationale Institutionen geführt hat und dass wir deswegen jetzt kein Wachstum mehr sehen, sondern sozusagen so eine Art Seitwärtsgang. Und es gibt ja berühmte Theorien darüber, dass das Weltwirtschaftssystem und ich denke auch weiter die Globalisierung immer einen wohltätigen Hegemonen braucht. Das ist sozusagen Kressner, the benevolent hegemon. Und dass, wenn der in Frage gestellt wird, dass es dann eigentlich keinen Multilateralismus gibt, weil es immer einen braucht, der notfalls von seinen eigenen Partikularinteressen absehen kann und zum Wohle des Systems, wenn man so will, Ungerechtigkeiten aushalten kann, ohne sich direkt zu wehren. Und das könnte natürlich schon das Bild sein. Wir sehen die USA. In den USA hat die Globalisierung in vielen Bereichen allerdings auch schon ab 1930 angefangen mit die Stahlkrise in den USA, fängt im Grunde 1930, wenn ich das recht sehe, so ungefähr an. Und schon da, von da ab sieht man sozusagen, dass die USA für dieses Strukturproblem eigentlich im Grunde keine Lösung finden und dass das immer wieder in die Handelspolitik hineinspielt. Das sehen wir in den 70er Jahren, diese Orderly Market Agreements mit Japan und Korea, sieht man dann spät, also wo im Grunde die Regeln des freien Handels außer Kraft gesetzt worden sind und das sieht man bis zu Lighthizer und Trump, die dann diese Zölle auf Aluminium und Stahl verhängt haben, die abgesehen von den nackten Zahlen einen irrsinnigen symbolischen Schaden an dem ganzen System verursacht haben. Und die Antwort darauf, sagen viele Leute, sind dann diese Bilateralismen. Also zum Beispiel, ich finde es eigentlich schon ein Statement, dass die Europäische Union auf der ersten Seite oder auf der zweiten Webseite ihrer Handelsdirektion diese Karte angibt, um zu zeigen, wenn alles nicht mehr funktioniert, wir sind sicher, weil wir diese bilateralen Verträge haben. Nun wissen wir von denen, dass sie ineffizient sind, dass sie ungerecht sind. Es sind nämlich schwächere Länder, können
nicht so gute Konditionen aushandeln wie stärkere Länder. Bilateralismus sozusagen exkludiert Dritte. Es gibt nur ein paar Dritteffekte, aber eigentlich nicht viel, sodass man sagen kann, das ist eigentlich höchstens eine drittbeste Lösung. Und viele Leute sagen, das ist die Konsequenz, wenn der Hegemon strauchelt. Andere sagen, und das ist dann eher ökonomischer, das hängt mit der sozusagen Exkludierbarkeit der Handelsvorteile ab. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ich würde denken, ja. Und die andere Sache ist, dass wir natürlich in Europa eine andere Vorstellung von Wirtschaftspolitik und Handelspolitik haben als andere Länder der Welt. Zum Beispiel, es hat ja nicht nur die USA die WTO umgebracht, sondern eigentlich im Grunde auch Indien, das ein großes Interesse dran haben sollte und das wegen einer Detailfrage über das Ausmaß der Zulässigkeit von einer Getreidevorratshaltung für Krisenzeiten im Inland sozusagen im Grunde das ganze politische Projekt der WTO zum Halten gebracht hat. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so fragil konstruiert, dass sozusagen ein einzelner Staat sich zu so einer Vetomacht aufbauen konnte, was sicherlich auch ein Fehler war. Ja, vielen Dank. Es zeigt sich mal wieder, dass man auch, wenn man so eng zusammenarbeitet, wie wir beide im obersten Stock des Blauen Turms, doch sich gelegentlich wirklich ausführlichen Vorträgen zuhören sollte. Ich habe eine Frage an dich trotzdem. Das betrifft diese Beziehung zwischen Handel und Werte. Und das ist so ein bisschen die Frage nach der Alternative. Also der Alternative derjenigen, die das ablehnen. Und in gewisser Hinsicht habe ich das Gefühl, dass Huntington und Fukuyama beide recht hatten und immer noch recht haben. Auf der einen Seite gibt es diese Gegenbewegung, ja auch nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaften. Die Elite, die als problemfern oder als realitätsfern gesehen wird von vielen und so weiter. So ein Unbehagen, das dann in extremen Thesen Ausdruck findet, wo man das Gefühl hat, das können die sie vertreten, eigentlich gar nicht selber glauben. Also diese Gegenbewegung gibt es. Es gibt den Kampf der Kulturen und doch gibt es ein Paradigma, dem sich auch die Gegenseite nicht entzieht. Also jeder argumentiert mit Demokratie, jeder argumentiert mit Menschenrechte und selbst jeder argumentiert mit Handel. Es war ja China, das erstaunlicherweise kurz vor dem Ukraine-Krieg versucht hat, die Welthandelsordnung zu verteidigen, weil China natürlich sehr viel davon profitiert. Oder wenn man sich die chinesisch-russische Erklärung vom Anfang Februar, also kurz vor dem Ukraine-Krieg, durchliest, dann findet man dort Menschenrechte, Demokratie, Frieden, und zwar im Sinne der Charta der Vereinten Nationen, schön versammelt. Und die Behauptung ist, wir machen das hier viel besser mit diesen Werten als ihr. Man findet aber kein Alternativprojekt. Man findet kein Lob der Autokratie. Und also sozusagen die Alternative, einerseits der Challenge zu diesem Washington-Konsensus, oder wie man es immer nennt, andererseits aber die Alternativlosigkeit, die da zum Ausdruck kommt, oder die fehlende Attraktivität. Die russische Mir, wenn man es jetzt näher an dem Ukraine-Konflikt sieht, ist ja so unglaublich unattraktiv, wie sie ihre eigenen Leute behandelt. Wer will denn da eigentlich dahin? Ja? Das ist die Frage, das ist so ein bisschen das Dilemma, das ich hier sehe. Vielleicht, weiß nicht, habe ich dann deinen Aufruf zu Es lebe die Globalisierung am Ende in dieser Richtung richtig verstanden? Ja, gut. Also herzlichen Dank, Kollege Andreas Paulus, auch vom Institut für Völkerrecht, von der Abteilung Völkerrecht, für diese Frage. Ich habe schon länger gedacht, dass dieser Platz hier der einzige Platz ist, der mir bleibt, um mich zu verstecken vor der Frage, wann ich meine Kommentierung zu Artikel 55 für einen wunderbaren Kommentar, den Andreas Paulus und andere bei Oxford University Press herausgeben, zu verstecken. Sozusagen, aber das nur am Rande. Aber jetzt zu der Frage, Werte und Handel, und in der Tat habe ich das ja so ein bisschen hier schleifen müssen. Mit der Globalisierung gibt es natürlich sozusagen, es gibt so utopische Gehalte und es gibt ganz konkrete Werte,
eigentlich in deinem Sinne Frieden, Menschenrechte und es gibt dann den schlichten Handel und wie hängt das eigentlich alles zusammen? Handel hat übrigens mal lange Zeit auch während des Ost-West-Konflikts funktioniert. Kuba war ein Mitglied des GATT schon lange. Also das meinte ich, wie geht Globalisierung ohne Utopien? Es kann nur so gehen, wenn man für bestimmte Teilbereiche internationaler Politik sich unterschiedliche Präferenzen vorstellt und eine unterschiedliche Wertbindung vorstellt, die sich aus der Sache ergeben muss. Es hat zum Beispiel keinen Zweck zu sagen, China ist böse, weil es geostrategische Absichten verfolgt und deswegen wollen wir zum Beispiel eine Klimapolitik ohne China machen. Als weltgrößter Emittent von Kohlendioxid wäre das nahezu ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, wenn wir über andere Bereiche des Handels, über Agrarhandel reden, sieht es vielleicht schon anders aus. Da könnten wir sagen, wir wollen vielleicht nur noch mit denen handeln, die Menschenrechte inklusive Rechte auf Nahrung einhalten, die eine gute Agrarpolitik betreiben, die indigene Völker schützen. Das ist genau der Ansatz von der Netzwerktheorie und dahinter steckt natürlich Slaughter im Wesentlichen als großer Name aus den USA, sozusagen aus dem Völkerrecht und International Relations, die sagt, dass wir verschiedene Arrangements auf der Welt haben müssen. Einige müssen stärker wertegebunden sein und andere, wenn man so will, mehr pragmatisch, weil wir in unterschiedlichen Formen, in den unterschiedlichen Teilbereichen internationaler Beziehungen unterschiedliche Wertbindungen haben müssen, um das realisieren zu können. Und das wäre sozusagen ein Fall, der das anspricht. Wir haben irgendwo einen Kampf der Kulturen, das ist sicher so, eine starke politische Instrumentalisierung, sozusagen beängstigend durch China, würde ich dazu sagen. Aber es hilft jetzt nur nichts. Also zum Beispiel, wenn man im Klimaschutz weiterkommen will, muss man schon mit China reden. Und darf dann auch nicht sozusagen, und dann kann es auch in dem Fall nicht so um die Verwirklichung von Menschenrechten gehen. Auf der anderen Seite im Bereich der Wirtschaft muss man auch sagen, und das zeigt eigentlich diese Karte der Europäischen Union, mit den bilateralen Verträgen, da gibt es nämlich zwei Leerstellen. Sozusagen die hellblauen Flächen, da hat die EU kein Abkommen. Und das ist Russland und das ist China. Mit China hat es eins geschlossen, am Silvesterabend, der die deutsche Präsidentschaft in der EU beendete, um deutsche Investoren in China abzusichern mit der schwächsten Menschenrechtsklausel, die wir jemals gehabt hatten. Die würde die EU keinem anderen bilateralen Partner durchgehen lassen, insbesondere nicht den Partnern im früheren AKP-Kontext, also Afrika, Karibik und pazifischer Raum. Aber sonst ist, glaube ich, die EU bilateral Politik schon durchaus wertbewusst. Also es werden durchaus schon Verhältnisse mit Partnern angestrebt, die sozusagen eine ähnliche Wertebindung haben. Und es wird natürlich auch sanktioniert, wie wir in den EU-Programmen auch sehen, zu Everything but Arms oder dann sozusagen das DPS 1 und 2, wo es Konditionalitäten gibt und daran der Handel eingeschränkt werden kann oder die Handelspräferenzen entzogen werden kann, wenn ein Staat zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen begeht. Ja, vielen Dank, Tobias, auch von mir für den
sehr interessanten und wirklich viele Diskussionspunkte bietenden Vortrag. Ich bin versucht, auf den letzten Punkt einzugehen, bleib aber bei dem Punkt, den ich eigentlich fragen wollte. Das Ende des Multilateralismus, das ist zu konstatieren. Wir sehen es ja in der WTO und es ist auch irgendwie nicht damit zu rechnen, dass der wahrscheinlich nicht mal mehr nur im Koma, sondern mittlerweile tatsächlich auf dem Sterbebett liegende Patient nicht mehr wiederbelebt werden kann. Vielleicht aber auch, weil man gerade auch die multilateralen Handelsgespräche sehr stark mit all diesem, was wir normalerweise in einem tiefen Handelsabkommen an zusätzlichen gesellschaftlichen Erwartungen an den Handel kombiniert hat und dass das vielleicht in einer so heterogenen Organisation wie der WTO ohne einen aufopferungsbereiten Hegemon nicht zu erwarten ist. Wenn jetzt quasi der staatliche Rahmen, die Politik im weitesten Sinne nicht in der Lage ist, eine Arena länger zu bieten, in der solche Fragen über zukünftige Handelsregime verhandelt werden können. Ist da vielleicht dann eine Rolle für private Akteure? Und wir haben ja über auch die, gerade diese Phase der Stagnation in der Handelsintensität hinweg gesehen, dass wir schon zunehmend wachsende große multinationale Konzerne, man denke nur an die Tech-Branche, aber auch in anderen Bereichen der klassischen Industrie, zunehmend internationalisierte Konzerne, die auch einen Beitrag leisten, um Werte, Vorstellungen, wenn man sich so Google, Don't do evil, das alte Unternehmensmotto anguckt, die auch in der Welt verbreiten. Ist das vielleicht ein Hebel, dass privatwirtschaftliche Akteure stärker eine Rolle für die Ausgestaltung des zukünftigen Globalisierungsregimes bieten? Ja, sicher. Man müsste auch nicht nur Google nennen, sondern könnte auch Aldi oder Lidl oder Kick nennen, die nach zum Teil anderen Erfahrungen, getrieben von den Wünschen der Verbraucher, also man könnte geradezu von Konsumentendemokratie hier sprechen, dann ihre Einkäufer in die Welt schicken mit klaren Katalogen über Werte, Anforderungen, Zertifizierungen, und dadurch natürlich in den Produzentenländern schon einen Wechsel herbeiführen. Und letztlich machen wir das dann ja mit dem Lieferkettengesetz und mit der neuen EU-Verordnung über die Entwaldung und mit der vorgesehenen Richtlinie über eine Art europäisches Lieferkettengesetz, wo dann die europäischen Unternehmen verpflichtet werden, wenn sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland beziehen, bestimmte Kriterien im Hinblick auf menschenwürdige Arbeit, Menschenrechte, Nachhaltigkeit zu beachten. Das ist sicherlich ein schönes Beispiel dafür und taucht auch in dieser Netzwerktheorie immer wieder auf. Das Problem ist eigentlich dann, wer legitimiert das eigentlich, wenn ein Aldi-Vertreter mit großen Cowboy-Stiefeln durch Äthiopien reist und sich eine Erdbeerplantage anguckt und entscheidet darüber, sozusagen, welche Qualität diese Erdbeeren haben und wie sie erzeugt werden. Also es ist eigentlich ein Legitimationsproblem. Aber es gibt andere Beispiele, zum Beispiel sozusagen den Palmöl-Roundtable, in dem sich Regierung, die holländische, deutsche Regierung, die dänische, die britische Regierung, Unternehmen und internationale Organisationen zusammengefunden haben, um sozusagen die Entwaldungseffekte von Palmölproduktion in den Griff zu bekommen. Also da sieht man sozusagen so asymmetrische Arrangements zwischen staatlichen Akteuren und privaten Akteuren. Und so etwas Ähnliches gibt es auch im Bereich der Fischerei mit dem IUU-Fishing-System, zu dem die FAO gehört, die CBD, das Washingtoner Artenschutzabkommen, aber dann auch Einzelregierungen und ich glaube auch NGOs.
Also sowas ist möglich. Sozusagen eine wunderschöne, bunte, neue Welt. Aber natürlich, wenn wir über die Dimensionen von Krieg und Frieden reden, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann ist natürlich der Einfluss eher geringer. Das hat mal jemand in der New York Times neulich, aber nicht mein Liebling Paul Krugman, sondern jemand anders, gesagt, es wäre eigentlich schade, dass man wegen der engen Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und China nicht erwarten könne, dass das Verhältnis dauernd friedlich bleibt. Aber dazu würde ich auch sagen, ja meine Güte, was erwartet man denn nun auch? Also dass so monokausal die Weltgeschichte sich vollzieht, ist ja nun auch wirklich nicht anzunehmen. Aber wie gesagt, also man könnte sich eine Weltkonsumentendemokratie erträumen. In manchen Bereichen ist das auch so, ist ein gewisses Legitimationsproblem. Aber sozusagen, sobald es strategisch wird und in die Nähe von Krieg und Frieden kommt, dann kommen dann doch wieder die alten Herrschaftsordnungen und Abgrenzungen zum Tragen. Tobias, wenn der Multilateralismus tot ist, was passiert mit den multilateralen Institutionen? Du hast die auch genannt, also John Maynard Keynes hat dazu Gründung, Weltbank, IWF und GATT, also jetzt WTO. Kann man jetzt Absolventen empfehlen, da jetzt Jobs anzunehmen? Oder sind das dann teure Debattierclubs und man wird nur in den nächsten Jahren erleben, wie sie noch bedeutungsloser werden? Oder sind sie irgendwie reformierbar? Was siehst du da in der Zukunft, zum Beispiel bei der WTO? Wir machen ja gerade arbeiten an der zweiten Auflage eines großen Kommentars in 6 Bänden zum Recht der WTO. Und als wir das neulich mal in Genf bei der WTO vorgestellt haben, das Projekt, da ist mir dann in den Sinn gefallen, dass ich in den frühen 90er Jahren in einem Rechtsstaatsprojekt in Russland über Demokratie unterrichtet habe und da jemand traf, der gerade 6 Bände veröffentlicht hatte zum Recht des Comic-Con. Und das hat mir dann irgendwie sehr zu denken gegeben. Ich glaube aber, das ist wenig wahrscheinlich, aus einem ganz einfachen Grund, das kann man auch erklären. Ich glaube, die WTO kann man noch so ein bisschen ausdünnen, wir werden noch mehr Defizite erleben, aber sie wird nicht sterben, weil weil es in den internationalen Beziehungen günstiger ist, ein Forum, was man einmal geschaffen hat, auch beizubehalten, weil die Kosten, sowas irgendwie wieder einzurichten, ungleich viel höher sind. Weil das sind ja nicht nur Institutionen, Schreibtische, Computer, eine wunderbare Villa am Genfer See, ursprünglich übrigens der Sitz natürlich des Internationalen Arbeitsamtes und davor eine bescheidene Heimstatt eines Millionärs, sondern es sind ja auch die ganzen Kulturen, Kontakte, Netzwerke, die da entstehen. Und das heißt, in den internationalen Beziehungen werden solche Institutionen dann eher gezielt runtergefahren. Und das sieht man, ich habe mich jetzt bei der WTO erkundigt übrigens danach, also es ist eine komplette Berufungsinstanz, also die WTO war ja immer froh über ihre Gerichtsbarkeit, ist weggefallen dadurch, dass die Amerikaner blockiert haben, dass neue Richter gewählt werden und da die Amtszeiten begrenzt waren, war dieses Ding dysfunktional. Und man hat jetzt einen Ausweg gefunden, indem man sich zu Schiedsgerichten trifft, die im Grunde dann dasselbe machen sollen. Aber ich habe nämlich nachgefragt und die beiden, auf die es die Amerikaner besonders abgesehen hatten, ein Slowene in der Hauptsache, der Geschäftsführer des Appellate Body, der hat seine Stelle noch weiterhin in dem Appellate Body und ist nur abgeordnet. Also was man gesehen hat, ist eine große Fluktuation von Experten gewesen in der WTO. Aber sozusagen man hat diese Spitzenleute dann doch in der WTO gehalten und sie in andere Abteilungen versetzt, vorübergehend, ohne aber den endgültigen Haushaltsplan auszugeben. Wobei sozusagen es noch eine zweite Bewegung gibt, dass die USA Übersetzungskosten blockieren für alle Dinge, die nicht
dementsprechend, was Sie sich eigentlich vorstellen. Das ist noch eine andere Baustelle. Also da kann man im Detail sehr genau gehen, wie das geht, dass man sozusagen eine Institution abrüstet und dysfunktional macht, aber sie trotzdem bestehen lässt, weil sozusagen der politische Opportunitätswert dieser Institution so hoch ist, dass man sie praktisch einmottet für bessere Zeiten. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bedanken, Tobias, für den sehr, sehr interessanten Vortrag, für die anschließende Diskussion. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Sie einladen. Nächste Woche ist dann die letzte in dieser Ringvorlesungsserie. Professor Dr. Joachim von Braun vom Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn wird kommen und über Global Governance in der Food-Krise, UN, G7, G20 und weitere. Also da werden auch die multilateralen Institutionen besprochen. Es geht dann letztlich um Lebensmittel wieder und globale Ernährungssicherung. Joachim von Braun war Vorsitzender der wissenschaftlichen Beratungsgruppe des UN Food Summits im Jahr 2021 und ist sicherlich international eine sehr, sehr bekannte Figur in diesem Bereich. Das wird bestimmt auch ein sehr spannender Vortrag. Guten Abend, guten Heimweg. Applaus